5G, die fünfte Generation des Mobilfunks. Was ist das eigentlich und ist es vielleicht gefährlich? Diese und viele andere Fragen zum Thema Mobilfunk und Gesundheit wollen wir heute klären. Ich möchte Sie zum aktuellen Stand der Forschung hierzu informieren. Mein Name ist Alexander Leimann und ich bin wissenschaftlicher Referent beim Bundesamt für Strahlenschutz hier im Kompetenzzentrum für elektromagnetische Felder in Cottbus. Wir beim Bundesamt für Strahlenschutz sind die Anlaufstelle, wenn es um Fragen zu Strahlung und Gesundheit geht. Als selbstständige, wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde sind wir dem Bundesumweltministerium unterstellt und es ist unsere Aufgabe, sie vor den gesundheitlichen Wirkungen von Strahlung aller Art zu schützen. Heute geht es um Mobilfunk und Gesundheit und dabei sind mir drei Punkte besonders wichtig. Die gesundheitsrelevanten Wirkungen von Mobilfunkstrahlung sind wissenschaftlich sehr gut untersucht und es herrscht ein breiter wissenschaftlicher Konsens, dass allein die thermische Wirkung gesundheitsrelevant ist. Und vor dieser schützen Sie die Grenzwerte bei Einhaltung sehr sicher. Um nun diese drei Punkte besser verstehen zu können, müssen wir uns erstmal eigentlich klar machen, was Mobilfunkstrahlung überhaupt ist. Und Mobilfunkstrahlung ist nichts anderes als das elektromagnetische Feld, was schwingend als Welle sich im Raum ausbreitet. Und so eine elektromagnetische Welle wird vor allem durch zwei Größen charakterisiert. Einmal ihre Wellenlänge in Metern, der gibt einfach an die Entfernung von einem Wellenberg zum nächsten. Und dann ihre Frequenz in Hertz, die gibt einfach an, wie oft das elektromagnetische Feld an einem Ort hin und her schwingt pro Sekunde. Und wenn man jetzt diesen Blick auf die Dinge hat, dann kann man die Felder von ganz unterschiedlichen Quellen alle einfach nur auffassen als elektromagnetische Wellen, die eben mit unterschiedlicher Frequenz schwingen. Ich habe das hier mal aufgetragen, von kleinen Frequenzen zu großen Frequenzen. Und Sie sehen, ich habe noch eine zweite Einteilung gemacht, die in ionisierende und nicht ionisierende Strahlung. Und was bedeutet das nun wieder? Also es ist so, dass allein die ionisierende Strahlung genug Energie hat, um chemische Veränderungen hervorzurufen, weil nur sie Elektronen aus zum Beispiel dem Verbund von Molekülen herauslösen kann. Die nicht ionisierende Strahlung, wo auch die Mobilfunkstrahlung drunter fällt, kann dies nicht. Woran liegt das nun? Das liegt daran, dass so eine elektromagnetische Welle gleichzeitig auch ein Strom von Teilchen, Energieportionen ist. Diese Energieportionen nennt der Physiker Photonen. Und je größer die Frequenz einer elektromagnetischen Welle ist, desto größer ist die Energie dieser Photonen. Und erst ab eben den Frequenzen der ionisierenden Strahlung haben also diese Photonen genug Energie, um chemische Veränderungen hervorzurufen. Sie können sich das vielleicht auch vorstellen als einzelne Kugeln, die immer mit gleicher Geschwindigkeit, aber unterschiedlichem Gewicht gegen eine Wand geworfen werden. Und je höher die Frequenz des elektromagnetischen Feldes ist, desto höher ist die Energie, also auch das Gewicht dieser Kugeln. Und um Ihnen mal eine Vorstellung davon zu geben, wie groß die Größenunterschiede sind, die hier also auf diesem elektromagnetischen Spektrum abgebildet sind, habe ich Ihnen einfach mal ein Rechenbeispiel mitgebracht. Wenn also die Photonen der Röntgenstrahlung, die ionisierend ist, ungefähr 8 Tonnen schweren Abrissbirnen entsprechen, dann entsprechen die Photonen der Mobilfunkstrahlung ungefähr 3 Gramm schweren Tischtennisbällen. Aber wie sieht es jetzt ganz konkret aus mit der Mobilfunkstrahlung? Die Mobilfunkstrahlung befindet sich im Bereich der hochfrequenten elektromagnetischen Felder. Hochfrequent also nur im Vergleich zu den niederfrequenten elektromagnetischen Feldern, die also sozusagen von Haushaltsgeräten wie einem Wasserkocher oder so hervorgerufen werden. So, und bei diesem Bereich der hochfrequenten elektromagnetischen Felder finden wir ganz viele Alltagsanwendungen. Da sind zum Beispiel so die Kommunikationsanwendungen, aber auch unsere Mikrowelle oder der Abstandsradar vom Auto. Aber heute geht es ja ganz konkret um den Mobilfunk und das ist ein noch schmalerer Frequenzbereich, ungefähr von 400 MHz bis 30 GHz. Ganz konkret soll es ja heute um 5G gehen, den neuen Mobilfunkstandard. Und was für Fragen stellen wir uns jetzt hier beim Bundesamt für Strahlenschutz dazu? Das sind vor allem zwei Fragen. Einmal die Frage, werden neue Frequenzen genutzt und werden wir möglicherweise stärkeren Mobilfunkfeldern ausgesetzt? Und um diese Frage nach den Frequenzen zu beantworten, habe ich Ihnen hier mal so eine kleine Grafik mitgebracht, wobei hier also in schwarz auf der Y-Achse die verschiedenen alten Mobilfunkstandards und WLAN dargestellt sind und hier unten auf der X-Achse ist die Frequenz aufgetragen. Und jetzt ist es immer so zu verstehen, dass also diese einzelnen Blöcke hier immer den Frequenzbereich angeben, den die alten Standards genutzt haben oder noch nutzen. Und dann ist hier oben in grün 5G dargestellt und die Frequenzbereiche, die dazu gehören.
Und dann sehen Sie, dass was die Frequenzen angeht, da eigentlich nicht viel Neues dabei ist. Da ist also einmal das 700 MHz Band, das hat früher das digitale Fernsehen genutzt. Dann ist da das 2 GHz Band, das ist einfach das von UMTS, was für 5G jetzt recycelt wurde. Und dann wirklich neu für den Mobilfunk ist eigentlich nur das 3,6 GHz Band. Aber das ist eigentlich auch ein alter Bekannter, den wir zum Beispiel aus dem Richtfunk kennen. Das heißt also, was die Frequenzen angeht, ist 5G, anders als oft angenommen, gar nicht so neu. Und wir können all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir aus den Frequenzbereichen hier von den alten Standards haben, ohne Probleme auf 5G übertragen. Was bei 5G aber noch hinzukommt, ist die perspektivische Nutzung von sogenannten Millimeterwellen für lokale Firmen- und Campusnetze. Millimeterwellen, was ist das jetzt wieder? Das sind also Frequenzen, die etwas höher sind als die der Mobilfunkstrahlung und deswegen eine kürzere Wellenlänge haben, die jetzt also im Millimeterbereich liegt. Sie sehen, wir haben hier Frequenzen von 24 bis ungefähr 80 GHz. Und diese Frequenzen sind tatsächlich neu für den Mobilfunk, wurden aber schon für andere Anwendungen genutzt. Zum Beispiel also das Abstandsradar beim Auto oder auch den Körperscanner im Flughafen. Ich habe jetzt ja am Anfang erwähnt, höhere Frequenz bedeutet höhere Energie. Heißt das in diesem Fall auch höhere Gefahr? Nein, denn man muss das alles relativ betrachten. Natürlich sind diese Millimeterwellen, die haben eine relativ hohe Frequenz, wenn man das jetzt im Vergleich zu den anderen Mobilfunkfrequenzen betrachtet. Aber im Vergleich zum gesamten elektromagnetischen Spektrum sind das immer noch sehr geringe Frequenzen. Sie sehen, diese Frequenzen sind immer noch sehr weit weg von der ionisierenden Strahlung und dazwischen liegt noch die gesamte Wärmestrahlung und die gesamte optische Strahlung, also das Licht, was wir sehen. Nichtsdestotrotz, diese Frequenzen sind für den Mobilfunk neu und sie wurden deswegen weniger gut untersucht als die sehr gut untersuchten Frequenzen der alten Mobilfunkstandards. Und deswegen hat das Bundesamt für Strahlenschutz hier auch neue Forschungen initiiert. Sie müssen jetzt aber nicht glauben, dass wir diese Frequenzen überhaupt nicht kennen. Ganz im Gegenteil, wir verstehen auch die schon sehr gut. Und das liegt einmal daran, dass auch diese schon wegen dieser anderen Anwendungen auf ihre gesundheitlichen Wirkungen schon untersucht wurden. Und hier hat sich nichts Neues, Überraschendes oder Beunruhigendes gezeigt. Und wir kennen eben die Physik auch dieser Wellen sehr, sehr gut. Und wir wissen, dass auch diese Wellen nur sehr gering in unseren Körper eindringen. Ab einer Frequenz von ungefähr 30 GHz dringen diese Wellen weniger als einen Millimeter in uns ein. Das heißt, wenn überhaupt, treten Wirkungen von diesen Wellen nur auf unserer Hautoberfläche oder in den Augen auf. Wir haben jetzt also sehr viel über die Frequenzen gelernt. Wie sieht es jetzt mit der Exposition aus? Und Exposition ist hier nur ein kürzeres Wort für den Feldern ausgesetzt sein. Hierzu möchte ich Ihnen erstmal einen ganz grundsätzlichen Unterschied erklären, nämlich den zwischen der Exposition durch eine Mobilfunkbasisstation, die exponiert immer unseren ganzen Körper und ist relativ schwach, und der Exposition durch ein Mobilfunktelefon, das exponiert immer nur einen Teil unseres Körpers, nämlich genau den, wo wir das Telefon gerade hinhalten, und die kann potenziell deutlich stärker sein als die durch eine Mobilfunkbasisstation. Und die ist vor allem dann stärker, wenn wir bei schlechtem Empfang telefonieren. Wenn Sie also Ihre Exposition verringern wollen, dann ist das Einfachste und Effektivste, was Sie tun können, vor allem bei gutem Empfang telefonieren und wenn möglich ein Headset oder die Freisprechanlage verwenden. Aber wie sieht es jetzt konkret technisch aus mit 5G? Was ändert sich da an den Antennen und an unserer Exposition? Und um Ihnen das mal zu verdeutlichen, habe ich Ihnen hier mal ganz schematisch die alte Situation und die neue Situation dargestellt. Und wir sehen vor allem zwei Unterschiede. Erstens, es kommt vermehrt das sogenannte Beamforming zum Einsatz. Das heißt, dass die Antennen jetzt in der Lage sind, Sie direkt anzufunken. Wenn Sie also Daten abrufen, wie zum Beispiel diese Frau hier, die gerade telefoniert, dann werden Sie auch Mobilfunkfeldern ausgesetzt. Wenn Sie aber, wie dieser junge Mann hier, Ihr Telefon im Flugmodus betreiben, dann kriegen Sie auch keine Mobilfunkstrahlung ab. Anders als in dem alten Bild, wo nach dem Gießkannenprinzip immer alles für alle war. Und die zweite Neuerung ist der vermehrte Einsatz von solchen Kleinzellen. Das sind einfach kleinere und leistungsschwächere Mobilfunkbasisstationen, die vor allem in belebten Gegenden wie Fußgängerzonen aufgestellt werden und, eben weil sie leistungsschwächer sind, dichter an uns heran müssen und dann eben ein dichteres Netz von diesen Kleinzellen aufgebaut wird. Insgesamt kann man sagen, dass der Mobilfunkstandard 5G deutlich effizienter ist als die alten Standards. Das heißt, wir brauchen weniger Strahlung pro Bit, die wir abrufen.
Aber natürlich ändert sich unser Nutzungsverhalten auch und wir rufen immer mehr Daten mobil ab und brauchen deswegen auch wieder mehr Mobilfunkfelder. Insgesamt kann man sagen, dass die Expositionsszenarien eben in diesem neuen Feld mit 5G deutlich komplexer werden, aber wir gehen von einer ungefähr gleichbleibenden Gesamtexposition aus. Aber das Bundesamt für Strahlenschutz behält diese Entwicklung für Sie weiter im Auge. So, wir haben jetzt sehr viel darüber gelernt, wie die Frequenzen davon sind und wie es mit der Exposition aussieht. Aber was machen die Felder denn nun, wenn sie auf unseren Körper treffen? Und die Antwort ist ganz leicht. Sie erwärmen unser Gewebe. Wie funktioniert das nun und wie kann man sich das vorstellen? Wir bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Und so ein Wassermolekül ist, was der Physiker nennt, ein polares Molekül. Es hat also einen positiv geladenen und einen negativ geladenen Teil und die sind miteinander verbunden. Und so ein polares Molekül richtet sich nun im elektrischen Feld aus. Aber bei einer elektromagnetischen Welle, wie sie das der Mobilfunk ist, da wechselt ja die ganze Zeit das Feld und deswegen muss sich das Wassermolekül auch die ganze Zeit anders ausrichten und wird so, dass sich das elektromagnetische Feld zum Drehen angeregt. Und jetzt werden also alle diese Wassermoleküle in unserem Körper zum Drehen angeregt, stoßen dann wieder mit anderen Molekülen in unserem Gewebe und so wird insgesamt die Bewegung in unserem Gewebe erhöht und damit einfach die Temperatur. Und mit Temperatur ist es wie mit vielen anderen Sachen, die Menge macht das Gift. Ein bisschen Temperaturerhöhung können wir ganz leicht vertragen und das ist auch das, was ganz normal im Tagesverlauf passiert. Wir wissen, dass unsere Körpertemperatur ungefähr um 1 Grad Celsius im Tagesverlauf schwankt. Wenn wir uns stark bewegen oder etwas anderes machen, kann das sogar noch mehr sein. Das heißt also, eine Körpertemperaturerhöhung um 1 Grad Celsius ist ganz normal und das können wir auch verkraften mit der Thermoregulation unseres Körpers. Wenn wir aber nun stärker erwärmt werden über eine längere Zeit, dann können gesundheitliche Probleme auftreten. Das heißt also, bei dieser Körpererwärmung um 1 Grad Celsius setzt die Wirkschwelle der elektromagnetischen Strahlung ein. Hier setzen aber nicht die Grenzwerte ein, sondern um sie sicher vor dieser zu schützen, setzen sie 50-fach niedriger ein. Das heißt also, die Felder einer Mobilfunkbasisstation müssen 50-fach schwächer sein als die Felder, die nötig wären, um sie um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Das heißt also, sie werden bei maximaler Exposition nur minimal erwärmt und jede leichte körperliche Bewegung macht sie schon wärmer. Und in der Praxis ist es jetzt so, dass die Mobilfunkbasisstationen in den allermeisten Fällen deutlich schwächere Felder auch noch strahlen. Woher weiß ich das jetzt? Das denke ich mir nicht einfach aus. Das haben wir auch nachgemessen mit so einem Personenexposimeter. Das ist einfach ein Messgerät, was die elektromagnetischen Felder, denen ich ausgesetzt bin, misst und über 24 Stunden aufzeichnet. So ein Gerät trage ich dann bei mir rum. Und bei meiner Messung hat sich jetzt ergeben, dass es nur einen Zeitpunkt gab in diesen ganzen 24 Stunden, in denen die Felder so stark waren, dass ich 1% der Grenzwerte ausgesetzt war. Ansonsten waren die Felder immer schwächer. Das ging nicht nur mir so, sondern das ging auch meinen Kolleginnen und Kollegen beim Bundesamt für Strahlenschutz so, die das auch ausprobiert haben. Und das liegt jetzt auch nicht daran, dass hier in Cottbus so wenig los ist. Im Gegenteil, Cottbus hat eine sehr gute Mobilfunkabdeckung, sondern das ist konsistent mit Messergebnissen, die es auch in anderen Städten und auch anderen Ländern gibt. Wir haben jetzt gelernt, die Felder sind viel zu schwach, um thermische Wirkungen hervorzurufen. Aber wie sieht es jetzt aus mit Wirkungen unterhalb der Grenzwerte? Und hier gibt es sehr viele Annahmen und Hypothesen. Zum Beispiel die, dass es auch nicht-thermische Wirkmechanismen gibt, dass zum Beispiel unsere DNA oder Zellfunktion geschädigt wird. Oder die Annahme, dass es akute Wirkungen auf den Menschen gibt, wie zum Beispiel Konzentrations- oder Schlafstörungen. Oder dass es Menschen gibt, die besonders sensibel auf Mobilfunkstrahlung reagieren. Oder die Annahme, dass diese Mobilfunkstrahlung zwar kurzfristig unproblematisch ist, aber negative Langzeitwirkungen hat. Und es ist so, dass diesen Annahmen und Hypothesen mit großem Aufwand und Ernsthaftigkeit nachgegangen wird, aber bis jetzt konnte keine von denen wissenschaftlich belegt werden. Warum bin ich mir da nun so sicher? Nun, das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist das Ergebnis der Auswertung von über 1000 Studien. Und hier wurden auch Studien ganz unterschiedlicher Art ausgewertet, um das Thema wirklich von ganz vielen Seiten zu beleuchten. Das sind also einmal Studien, die direkt an Zellen oder Molekülen durchgeführt wurden, um mögliche Wirkmechanismen aufzuklären. Das sind Langzeitstudien am Tier, wo also vor allem Mäuse oder Ratten mit elektromagnetischer Strahlung bestrahlt wurden und dann wurde geschaut, ob sie nach langer Exposition zur Ausbildung von bestimmten Krankheiten neigen.
oder das sind experimentelle Humanstudien, wo also im Schlaflabor geschaut wird, ob Menschen, wenn sie Mobilfunkstrahlung ausgesetzt sind, anders schlafen. Und das sind die großen Beobachtungsstudien, die epidemiologischen Studien, wo also geschaut wird, ob es einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von bestimmten Krankheiten und, sagen wir, intensiver Handynutzung gibt. Und erst also die Zusammenschau von all diesen Studien und die Sichtung aller dieser Studien und auch, das ist ganz wichtig, die Prüfung der Qualität der Studien ergibt dann ein wissenschaftliches Gesamtbild und lässt also eine wissenschaftlich fundierte Risikobewertung zu. Und hier kommen wir also zu dem Ergebnis, dass nach heutigem Kenntnisstand es keine wissenschaftlich gesicherten, gesundheitsrelevanten Wirkungen unterhalb der Grenzwerte gibt. Ich fasse noch einmal zusammen. Die gesundheitsrelevanten Wirkungen von Mobilfunkstrahlung sind sehr gut erforscht. Und es herrscht ein breiter wissenschaftlicher Konsens, dass allein die thermische Wirkung gesundheitsrelevant ist. Und hiervor schützen sie bei Einhaltung die Grenzwerte sicher. Und die Grenzwerte werden in den allermeisten Fällen nur zu wenigen Prozent ausgeschöpft. Falls Ihnen all das jetzt viel zu schnell ging oder zu langsam, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.bfs.de. Hier können Sie all das, was ich Ihnen heute erzählt habe und noch viel mehr in Ruhe nachlesen. Zum Thema Mobilfunk empfehle ich Ihnen vor allem unsere beiden digitalen Broschüren Strahlenschutz konkret Mobilfunk und Strahlenschutz Standpunkt 5G. Die finden Sie in unserer Mediathek unter Broschüren. Ansonsten, falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns auf Sie.